Heute für euch gibt es den Primark. Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du heute am Start bist. Mein Name ist Jasmina und heute geht es um den zweiten Part von den Primark-Produkten. Ich war vor 3 Wochen im Primark in der SCS und ich habe mir ein paar Make-up-Sachen gekauft. Einige Sachen, wo ich wirklich sehr, sehr neugierig bin. Denn ich habe gesehen, dass Primark Make-up-Sachen von der Qualität her viel, viel besser ist, als was es einmal war. Ich habe mir einige Shorts angeschaut und da gibt es auch so Wimpernduschen. Also wenn ich diese Wimperndusche mir anschaue, erinnert mich das auf jeden Fall auf andere Wimpernduschen. Die schauen sehr, sehr ähnlich aus. Und ich habe mir einige Shorts angeschaut von den amerikanischen YouTuberinnen und die hat hier einen Concealer gehabt, der so ähnlich ausgeschaut hat wie der Tarte Concealer. Die hat den raufgegeben, der hatte so eine tolle Deckkraft. Und den möchte ich unbedingt noch im Primark besorgen und vor allem gibt es so ähnlich wie ein Dupe zu einem Elf, quasi Primer. Die 2 Sachen möchte ich noch gerne besorgen. Ich schaue jetzt mal, jetzt im Sommer wird es wahrscheinlich nichts mit der SCS, da ich ja doch einige Sachen noch erledigen muss. Sommer ist, mit den Kindern ein bisschen ins Schwimmbad gehen, ein bisschen im freien Bad und so, deswegen glaube ich es nicht. Aber im September habe ich vor, auf jeden Fall noch einmal zum Primark gehen und ich werde euch auf jeden Fall in den Shorts wieder mitnehmen. Auch etwas auch für die Haare, das ist so ein Curly Set, was mir beim Primark sehr gut gefällt. Die haben immer so super tolle Primes von Disney und so. Und da habe ich mir das mitgenommen von 7 Euro auf 2 Euro. Die haben immer auch wieder Sale. Und ich habe mir gedacht, dass wir uns 2, 3 einfach machen. Einfach mal nur zum Testen, um zu schauen, ob das vom Primark wirklich gut ist oder nicht. Ich habe hier von Balea einen Traumlocken. Den möchte ich mir gerne raufsprühen, bevor ich mir das raufgebe. Damit auch wirklich schöne Locken entstehen. Dann habe ich mir auch so ein Set geholt von Bratz. Von 4 Euro auf 2 Euro. Dieses Set mag ich wirklich sehr. Ich verwende sehr gerne auch diese Spangel. Verwende ich immer sehr gerne, wenn ich mit euch auch Shorts mache. Sie schaut einfach nicht nur zuckersüß aus, sondern sie schaut auch so richtig schön aus. Und da steht auch nochmal das Logo, ja. Also wie gesagt, beim Primark könnte man auch immer wieder auch vergünstigte Sachen bekommen. Auch ein bisschen für wenig Geld. Und man hat aber auch wunderschöne Taschen. Ich habe mir ja vor 2 oder 3 Monaten habe ich mir auch diese Mickey Maus Tasche gekauft. Und da hat mich wirklich jeder auf der Straße gefragt oder auch angesprochen, wo ich die gekauft habe. Also die haben wirklich, was das angeht, haben die wirklich schöne, schöne Sachen. Also ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich eh auch das Richtige finde. Moment, weil ich habe am Anfang versucht, eine zu machen. Und da habe ich leider nicht das Richtige gefunden. Ich glaube, dass es jetzt stimmen sollte. Ja, ist ein bisschen schwer. Moment, ich muss mir das anschauen. So, das könnte eigentlich hinhauen. Moment, schauen wir mal. Dann machen wir das vielleicht auf diese Seite auch noch. Wir werden das dann mit dem Föhn auch noch einmal machen. Einfach einmal nur zu schauen, ob das was taugt oder nicht. Ob ihr euch das Geld sparen könnt oder nicht. So, ihr Lieben. Es ist schwer, wenn man jetzt im Badezimmer tut man sich ein bisschen leichter. Ne? Und es ist auch nicht, dass es weh tut oder zieht. Es ist total angenehm, muss ich sagen. So, wie erinnert mich das auch an irgendeine Supermarke? Das ist nämlich so eine Creme. Und an dieser Creme hat mir das gefallen, dass die so ein bisschen dickflüssig ist. Seht ihr das? Da ist nämlich drinnen Kombucha. Das ist ein Glow Moisturizer mit Shea Butter und Vitamin E. Das ist nicht schlecht. Das nehme ich jetzt einfach für mein Gesicht, für den Primer, dass ich da ein bisschen Feuchtigkeit entgegenkomme. Gerade da auf der Nase bin ich meistens sehr, sehr trocken. Bin ich sehr gespannt.
Die war 6 Euro und kostet jetzt 3 Euro. Und zwar, das ist Cashmere 05. Ich glaube, dass mir das passen würde oder könnte. Ich finde das super, wenn ich im Sommer noch ein bisschen braun bin. Finde ich das toll, wie gesagt. Und jetzt bin ich wirklich mega gespannt. Und heute möchte ich aber ausnahmsweise einen Pinsel verwenden. Und zwar gehe ich jetzt so vorsichtig. So, ich möchte das einfach mal schauen. Uha, was sagt ihr? Es fühlt sich sehr angenehm an. Aber die Farbe ist jetzt nicht irgendwie. Schauen wir mal, wenn man es verblendet. Schauen wir mal, aber die Farbe deckt jetzt einmal wirklich stark ab. Ich werde das jetzt einmal so auftragen und dann verblende ich es mit einem Beauty Blender. Es fühlt sich angenehm an, das muss ich schon sagen. So. So, jetzt nehme ich den Beauty Blender, mache den noch ein bisschen nass. Schauen wir mal, wie der sich jetzt gibt, wenn man den verblendet. Aber das, oft sagt das nichts aus, bevor man das nicht schön verblendet. Sagt das oft nichts aus. Man muss es einmal schön verblendet verteilen. Also es schaut schon nicht schlecht aus. Es passt sogar auch mit meinem Hals zusammen, würde ich sagen. Seht ihr das? Weil wenn man jetzt noch ein bisschen noch braun ist und so oder zum Beispiel auch noch ein bisschen mit Puder und so arbeitet, kann ich mir das schon gut vorstellen, dass das dann alles schön kaschiert. Also ich muss schon sagen, obwohl ich eigentlich mir diese Farbe vielleicht nicht gekauft hätte, ich wollte zuerst die hellere nehmen, muss ich schon sagen. Es schaut wirklich aus wie meine Haut. Seht ihr das? Es ist jetzt nicht so weiß. Ich wollte nämlich eine ganz, ganz weiße nehmen. Jetzt bin ich wirklich froh, dass ich nicht die ganze weiße genommen habe. Die war nämlich zu hell gewesen. Wenn ich das jetzt so sehe, habe ich das Gefühl, dass es das passt so richtig schön hier mit meiner Haut. Seht ihr das? Also ich finde die Foundation richtig schön. Sie schaut richtig auch hochwertig aus im Vergleich zu anderen teuren. Also ich hätte mal nicht gedacht, dass diese Foundation für 3 Euro so gut kann. Es gab auch eine in der Tube, die hätte so ähnlich ausgeschaut wie diese Douglas Foundation, diese It oder wie die heißt. Auf jeden Fall wollte ich mir die auch kaufen, aber da gab es meine Farbe nicht mehr. Also scheinbar haben die das mitbekommen, dass diese Foundation vielleicht besser ist, aber das ist schon eine schöne Foundation. Macht euch gerne mal ein Screenshot. Das ist Double Coverage Matte Foundation, Medium to Full Coverage für jeden Tag. Also ich muss mit Hyaluronik, also ich muss schon sagen, die Foundation gefällt mir wirklich gut. Also ohne jetzt da Primark jetzt da großartig jetzt in die Höhe zu loben, ich muss schon sagen, die Foundation ist nicht schlecht. Schauen wir mal, wie das dann ausschaut, wenn ich dann komplett geschminkt bin. Ja, ich habe mir dann mitgenommen natürlich einen Liquid Blush und Leute, wie ich den gesehen habe, ich war wirklich obsess, weil ich habe gesagt, also ich habe den gesehen, ja, da gab es noch einen Blush, den hat sich meine Freundin genommen, den konnte man so reindrücken, zwei Tupfer machen, weil ich nicht weiß, wie die jetzt wirkt. Ich gehe jetzt dann mit der Spitze, drücke das ein bisschen so und mache das jetzt so. Also schlecht ist sie jetzt nicht. Ich glaube, ich werde es noch einmal mit noch einer Tupfer gehen. So. Und dann soll man ja ein bisschen oben noch ein bisschen Concealer, aber da wir jetzt keinen haben, nehme ich jetzt mir noch ein bisschen da Concealer.
und dann sollte man quasi einen Highlighter nehmen und dann soll man das Ganze mal verblenden. Ich werde das auf jeden Fall, diesen Trick einmal machen, werde ich einmal machen auf ein YouTube Short, weil die machen das oft so, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, die geben sich oben Highlighter drauf, nach dem Highlighter geben sie sich ein bisschen Concealer drauf, Bronzer, die machen sich so ein Dreierbalken mit diesen Fingern, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt schon. Und den Trick oder diesen Hack möchte ich gerne mit euch ausprobieren in einen Short. Schaut es einmal her, weil wenn man ein bisschen Concealer oder ein bisschen Make-up ein bisschen mischt, tut sich das schön auch irgendwie so ein bisschen ziehen, seht ihr das? Dann schaut das nicht so fleckig aus, ja? Also das ist nämlich mein Tipp, wenn ihr das Gefühl habt, euer Blush wirkt fleckig oder so, gibt es ein Punkterle Concealer oder Foundation, was ihr schon benutzt habt und tut das dann einfach tupfen, schaut her. Ich finde den Blush schön. Ich könnte jetzt natürlich noch ein bisschen machen, damit wir das Ganze intensiver machen. Ich mache jetzt noch ein bisschen, damit man das intensiver machen. Aber ich finde das jetzt mit den Make-up, also es ist wirklich ein guter Trick auch, wenn euch das nicht so gefällt und ihr sagt, ui, das macht mir Flecken, dann gebt es ein bisschen Concealer oder Make-up und seht eh, ich finde es jetzt viel schöner als nur mit Blush. Ich finde, das hat jetzt so einen viel, viel schöneren Vibe. See Highlighter, den habe ich schon letztes Mal gekauft. Leider habe ich ihn noch nie geschafft zum Testen und den testen wir jetzt. Den habe ich gesehen und da war ich wirklich schon so verliebt in den. Der ist aber schön. Ich habe den gesehen, ich wollte mir den auch in Champagner kaufen, aber dann habe ich mir gedacht, ich habe eh den, probiere ich einmal den und wenn mir der gefällt, kann ich mir vorstellen, dass ich mir dann irgendwann mal den anderen auch hole. Weil das ist ein richtig, richtig schöner, seht ihr? Der ist richtig schön. Und den kann ich mir auch ein bisschen hier oben drauf geben, weil ich eh keine Palette gekauft habe. Dann betone ich das quasi ein bisschen, aber ich muss wirklich sagen, also richtig schön. Also macht euch gerne einen Screenshot von dem, wenn ihr wollt. Mir taugt das wirklich gut. So, jetzt kommen wir zu unserer Mascara und da bin ich wirklich sehr, sehr neugierig, was die kann. Wie ausschaut bitte? Queen Lashes, schaut her, richtig schön. Before, After, 85% Lash Extensions, Unique Soft Fiber Brush. Okay, da bin ich gespannt, schaut euch mal an, die Verpackung, falls ihr euch das kaufen wollt. Oder macht euch einen Screenshot. Genau. So, die dreht sich ein bisschen länger. Der schaut jetzt aber ein bisschen blau aus. Habe ich mir eine blaue gekauft? Schaut mal her, das Bürstchen. Seht ihr diese Haare? Die schauen ein bisschen blau aus, aber ich bin guter Dinge. Die trennt so die Haare, merke ich gerade. Die trennt jedes einzelne Haar. Seht ihr das? Die macht die Wimpern nicht zusammen, sie trennt die Wimpern so. Das ist mir gleich aufgefallen. Hoppala. Seht ihr das? Sie nimmt jedes einzelne Haar extra. Damit hat man jetzt nicht so einen starken Volumen, aber man sieht die einzelnen Haare richtig gut. Seht ihr das? Sie hat jedes einzelne Haar wirklich gut durchgebürstet. Ja, wahrscheinlich ist das so eine Mascara. Soft Fiber Brush, ja, dramatische Volumen. Also sie macht schon große Wimpern, aber was mir nicht gefällt, dass sie das so trennt, ne? Das ist das Einzige, was jetzt mir nicht so gefällt. Ich hätte lieber gehabt, dass mehr Volumen gewesen wäre, aber sie macht die Wimpern schon sehr, sehr lange. Ja, und heute möchte ich mit euch endlich meine Wimpern probieren von Temo.
Und da bin ich sehr gespannt. Man sagt ja auch, man soll auch die Wimpern duschen, bevor man quasi, bevor man, und das, ja, und das tut auch gleich, das verhärtet sich gleich, somit bleibt das auch natürlich auch länger. Also wenn du jetzt zweites, dritte Mal rüberfährst, merkst dann richtig, dass sich das dann verhärtet quasi, ne? Ich wollte das nämlich machen, weil ich es ein bisschen dichter will. Ich bin nicht so der Fan, der so einzelne will. Ich mag mehr so dichte zusammen. Du hast Erdbeeren auf die Lippen. Und was mir auch so gut gefallen hat, dass diese kleine Erdbeere drauf ist und hier hat man noch so kleine, so wie so Poppies oder so Zuckerstreusel. Das ist Raspberry Lip Balm. Schmeckt sehr gut, riecht sehr gut. Ja, und jetzt möchte ich mit euch endlich das da testen. Genau. Also wenn ich euch jetzt mein Fazit sagen müsste, ich bin von dieser Foundation richtig begeistert. Anfang habe ich mir gedacht, ui, das wird zu gelbstichig oder so. Aber wenn man das verteilt hat, schaut das richtig gut aus und schaut auch richtig so natürlich aus. Von dem Blush bin ich sehr, sehr begeistert. Da gab es noch einen ganz, ganz knallen hellen Pinken. Den würde ich mir noch zulegen. Und bei der Mascara, nicht, dass sie jetzt nicht gut ist. Mir gefällt es halt nicht, weil sie so halt die Haare halb so trennt. Das ist das Einzige, wo ich meckern kann. Aber das ist meine Schuld. Ich hätte es hier natürlich auch lesen können. Band auf diese Wimpern, denn die wollte ich eh schon oft testen, wenn ich sie gebogen habe. Dann gebe ich mir den Uhu rauf. Den gebe ich mir immer so rauf. Seht ihr das? Wer ein extra Video möchte, mal mit Wimpern kleben und so, schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Falls euch die Wimpern zu lange sind, könnt ihr die Wimpern schneiden. Was mir an den Wimpern so gefallen hat, dass die hier so wie einen Katzeneffekt haben. Seht ihr das? Das ist so zackig, seht ihr das? So, und jetzt probiere ich das jetzt einmal. Seht ihr das? Das hat extra so wie noch einen Katzeneffekt. So. Moment, da muss ich mir jetzt noch ein bisschen reindrücken. Seht ihr das? Das hat mir so gut gefallen, dass die so spitzig sind. Wie gesagt, ich glaube, dass man das auch über die Nacht tragen muss, aber vielleicht will man ja manchmal nur so ein leichtes. Schwer geht das runter und schwer geht das rauf, das ist das Einzige. Langsam, damit man es nicht kaputt machen. Schaut einmal, wie schön das ist. Es ist nicht schlecht. Also ich kann mir das vorstellen, wenn ich die ganzen Kopf habe, schaut das richtig schön aus. So, das gehen wir jetzt runter. Wir können ja gerne mal den ganzen Kopf auch machen. Da könnte ich ja mal die ganze Nacht schlafen und dann das aufmachen. Ui, schaut mal her, wie schön das bitte ist. Ich auch länger gehalten hätte. Jo. Also ich finde es schön, wenn man so unten ein bisschen so Locken hat. Genau, also ich habe mir gedacht, wenn man auch mal so vielleicht auch mal so über die Nacht, weil es tut auch ehrlich gesagt nicht weh. Also die Sachen sind auch sehr, sehr weich. Genau, also ich kann mir gut vorstellen, dass ich das nächstes Mal, wenn ich meine Haare gewaschen habe und einmal über Nacht lasse, damit ich euch einmal nur zeige, wie eigentlich. Genau, ich bin mir sicher, dass da noch viel mehr gewesen wäre. Aber ich muss es sagen, dafür, dass es nicht so mit diesem Heißgerät oder mit diesem Heißlockenstab gemacht wurde, ist es wirklich schön. Genau. Und für 2 € kann man nichts falsch machen. Ich finde, für 2 € ist es wirklich okay. Natürlich habe ich auch einen Lockenstab, aber ich sage einmal so, wenn man ein Kind hat, will man mit dem Kind auch nicht so mit diesem heißen Gerät. Oder wenn man Probleme mit den Haaren hat, finde ich das wirklich nicht verkehrt. Ja, meine Lieben, das war's jetzt von meinem Video. Schreibt es mir gerne in den Kommentaren,
wie euch das alles gefällt. Ich finde das sehr schön natürlich. Es hat einen schönen Glow und ich bin auch wirklich zufrieden mit denen auch, obwohl ich es natürlich länger drauf haben hätte sollen, damit man einen schönen Effekt hat. Aber ich muss schon sagen, für das, dass es jetzt 20 Minuten war, finde ich es so leichte, wellige Locken, finde ich es gar nicht so verkehrt.